Wow, die verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. Ich wollte gerade fragen, kommt ihr rüber oder? So. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nacht! Vorsicht, du hast die Aufmerksamkeit deines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken im oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Okay. Halte B gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten. Das dürfte nicht lange dauern. Okay. Und sich wundern. Mein Held. Weiter so, Nord. So, gut. Auf zur nächsten Koordinate. Oh, hey. Dahinter. Können wir schneller laufen? Nein, nein, können wir nicht. So, öffne ich die Map. Gut, dann bleibt's bei dieser Geschwindigkeit. Aber es sieht schon gut aus, also das muss man durchaus sagen. Also, auch wenn man sich die Texturen so mal anguckt, das ist schon echt gut gemacht. Also, man kann sagen, was man will. Also mega spät ploppen die Sachen auch nicht auf in der Entfernung. Also, wow, Square Enix hat hier einen guten Port gemacht, würde ich so behaupten, oder? Wie seht ihr das? Manchmal frage ich mich, ob wir wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Oh, das ging ein bisschen spät. Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. So muss das sein. Ja. Das nenne ich kurzen Prozess. So, dann haben wir das auch. Wir sind fast fertig. So, noch eins. Kommt, gehen wir weiter. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Gucken, vielleicht gibt's direkt ja auch Loot. In Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, oh, ist notiert. Der war echt schlecht. Aber gibt's nichts, was man so an Loot noch einsammeln könnte? Das ist schade. Ein bisschen mehr hier in der Welt hätte ich mir gewünscht. Das sind die letzten. Oh. Gebt nochmal alles. Das hatten wir gerade eben. Haben wir gut festgestellt. Wow. Durchbricht die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Okay, das ging schnell. Hm? Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha, geht klar. Wir sehen nach. Okay. Sydney, was wollte sie? Wir sollen einen Day für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Hui. Ich finde allerdings, die Umgebungsgeräusche sind nicht wirklich
gut so jetzt. Also das ist wirklich krass zu hören. Das fehlt mir ein bisschen. So ein bisschen Umgebungsgeräusche. Die Preise für Tao-Ti-Trophäen sind ganz schön gestiegen, oder? Hör bloß auf, die Steppe ist voll mit Hobbyjägern, die es auf die Fälle abgesehen haben. Ich sollte mich ihnen anschließen. Ja, guck mal, was wir da drüben haben. Sachen zu finden, das ist immer gut. Oder auch schlecht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das heißt, ich muss hier leider erstmal ein bisschen rumlaufen, bevor ich zu der Hütte gehe. Könnte fast sagen, dass es mir leid tun könnte. Aber das tut's nicht. Ey, sollst du das aufheben? Versteinertes Holz. Geht's rein. Gucken, kommen wir hier durch? Aua. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Man kann es ja auch übertreiben. Also wirklich, hier drin ist nix. Schade. Ich hoffe, hier gibt es mehr. Na, greift doch nicht nach oben, also... Na gut, dann gehen wir halt zur Hütte. So langsam aber sicher. Ich finde die Musik echt gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Parkplatz gefunden. Das ist immer gut. Man kann nie genügend Parkplätze haben. Waffen ändern deine Statuswerte. Ja! Eine Nachricht? Rufname, Bluthorn, Merkmale, rote Hörner, äußerst aggressiv. Offener Jagdauftrag für Tatooine. Nord! Von wegen! Gott ist gut. Alles klar? Ja, dann wenn ihr mich doch mal loslässt, dass ich hier was machen kann. Ich leg dich los! Übernimm dich bloß nicht. Wow! Ja, richtig in Fahrt. Kinderleicht. Ein Fertigkeitspunkt. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Ich hab da so eine Ahnung. Leider haben wir noch keine Magie, sonst hätten wir mit denen spielend leicht aufräumen können. Aber naja. Was zum Geachter sind welche von denen? Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tao-Ti genannt. Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus. Wenn du den einen... ist okay. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Okay, das war's schon. Nicht mal so übel, Pronto. Nord, ich deck dir den Riss. Ich verlass mich drauf. Aber hallo!
Ist dort jemand? Ah, wir haben ihn gefunden, würde ich sagen. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Na komm. Und ab. Überlasst das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. Gut gesprochen, Noct. Los, zeigen wir es der Bestie. 30 Erfahrungspunkte erhalten. Auf die Hörner genommen. Das jagt sie finden. Haben wir eigentlich jetzt mal so gefragt? Haben wir noch ein paar Fertigkeitspunkte bekommen? Es müssten jetzt 5 haben wir jetzt noch. Oh, okay, wir haben ein paar mehr. Wesentlich mehr. Das heißt, erstmal. Jo. So, den Schaden allgemein für Kombos erhöhen. So, dann für den Kampf. Schwertlanze ermöglicht einen Angriff nach. Verbraucht Mana-Punkte. Gut geteilt, führt Ausweichmanöver, das keine MP verbraucht. Erhöht verursachten Schaden, wenn Noctis bei einem Angriff selbst keinen Schaden nimmt. Das schalten wir mal frei. Kommandos Heilung. Regeneriert rapide die Lifepoints, wenn Noctis nach einem Punkt Warp an seine Waffe hängt. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Magie. Wartemodus. Statuswert. Erhöht die Lifepoints aller Gefährten um das Doppelte ihrer jeweiligen Stufe. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Das ist okay. Wir haben es hier mit einer Mutation zu tun. Sowas muss man ausmerzen, bevor es sich ausbreitet. Okay, dann los, Leute. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Ich erwarte einen anstrengenden Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich nahegelegene Refugium ausruhst und wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Das ist doch ein Plan. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus.
Trag sie mit Stolz. Ich finde es voll krass, was hier so dran ist. Das sieht voll geil aus. Was ist das? Elementarenergie kann ich hier absorbieren. Das ist gut. Jetzt noch die Feuerenergie da drüben. Die habe ich auch noch gesehen. Die lasse ich ja nicht so zurück. Viecher? Wo sind Viecher? Ich will Viecher! Dahin. Die Jagdsaison ist eröffnet! Sehr schön. Los geht's. Wie ist's hier mit? Dann wollen wir mal. Sauber, Gladio. Also. Okay. Perfekt. Okay, das nützt gerade nicht viel. Auf welcher Seite stehst du? Dorschuss, come on! Sehr schön. So viel dazu. Los, wir müssen weiter. Wuhu. Nochmal ein paar Punkte abgesahnt. Und hinten ist noch Energie. Die hole ich mir noch. Oh, wahrscheinlich eher hier oben drauf. Kommen wir hier rum irgendwie drauf? Noch? Oder muss ich da von oben ran? Ah, nein. Schau einmal hier. So. Na ja, dann gehen wir erstmal uns schlafen legen. Ich finde das voll gut. So kann man sich auf jeden Fall weiter bewegen. Dann war es das erstmal für die Aufnahme. Ich freue mich, dass ich es endlich geschafft habe, aufzunehmen. Final Fantasy 15, ich freue mich so dermaßen drauf, mit euch weitermachen zu können. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
euer Viewer LP. Ciao.